Guten Morgen und grüßt euch zu Enderal oder Enderal oder wie auch immer. Sieht man jetzt gerade nicht, aber dafür guckt uns der Typ an, als ob wir was getan hätten. Entschuldigung. Oder ich kann das nicht einschätzen. Hat er Interesse an uns? Sagt er so, mach mal schneller, Bitch. Mal schauen. Ganz kurz, bevor wir gleich fortfahren nur, ich habe einmal gestartet, ich wollte nicht nochmal, dass es wie bei Fallout passiert, um auszuprobieren, ob es auch läuft und sowas. Und ich war schon mal wow, einfach nur, was ich als erstes gesehen habe. Oh, Spoiler. Und auch hier das Bild, wenn wir da wirklich hinkommen, zu so einer großen Figur. Oh, Leute, das wird episch. Aber, also für mich, für euch wird das nervtötend, aber ihr guckt trotzdem, weil ihr, masochistisch seid. Nein, kurze Erklärung. Ich, seitdem ich zwangspausiert habe, Skyrim damals, habe ich es echt vermisst. Und dann kam halt die neue Version und dann habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, eigentlich, das ist ja doof. Jetzt kann ich ja gar nicht das neue, mein altes Leben weiterspielen und da war noch so viel zu tun. Und dann habe ich es auch erstmal gelassen. Und jetzt trotzdem habe ich Skyrim super vermisst und vor einiger Zeit habe ich einen Livestream gemacht, einfach nur zum Ausprobieren, ob es läuft und sowas. Mit einem neuen Computer und alles, ne? Und das ging ganz gut. Da konnte ich die neue Version spielen und war dann hin und her gerissen. Und hab dann gedacht, ja, jetzt müsste ich ja Skyrim eigentlich ganz von vorne spielen. Habe ich eigentlich nichts dagegen, bloß wir haben ja irgendwie schon 50% davon gesehen. Glaube ich. Ist auch länger her jetzt, aber ziemlich viel haben wir davon gesehen. Und das tat mir so weh. Trotzdem, nachdem ich dann Livestream habe, hatte ich dann das Gefühl, ich glaube, ich will es trotzdem wieder spielen. Entweder alleine oder mal gucken, wie das hier ankommt oder wie das Feedback ist. Vielleicht auch als nochmal als Let's Play oder als Stream, mal gucken. Und dann habe ich gesehen, dass es hier Elderall gibt, von Fans gemacht, eine Mod, aber eine Gesamtmod. Und dann habe ich mir gedacht, um wieder reinzukommen in dieses ganze Skyrim-Gedöns, um wieder in die Steuerung und die Welt und sowas reinzukommen. Das ist wahrscheinlich nicht hier 100 Stunden lang. Was, mein, wäre cool, wenn, aber glaube ich nicht. Machen wir Elderall. Warum nicht? Hat gute Noten. Probieren wir es aus. Und danach habe ich dann erstmal wieder dieses Gefühl von, yay, das war schön. Und dann freue ich mich auf Skyrim. Ich weiß nicht, ob die Erklärung verständlich ist, aber wir probieren es einfach. Weil Skyrim hatten wir ja schon. Elderall. Ich habe keine Ahnung. Nichts gespoilert. Null. Und deshalb fangen wir mal an. Mit allem Enderal. Enderal, das hört sich irgendwie gut an, oder? Das hört sich auch so ausländisch an. Enderal. So. Oh. Ja, jetzt kann man nicht mehr die Tipps lesen, weil es zu schnell geht. Guck mal, ist das nicht wunderschön? What? Nett von dem Spiel. Das Spiel hat einem gewarnt, dass man nicht, nachdem man fortgefahren hat, neu machen soll. Ohne neu zu starten. Okay, das war nett. So, jetzt bin ich mit rausgekommen. Fängt der super an. Nein, wir starten jetzt neu. Was ich noch sagen wollte ist, ich hab's vergessen. Was ich sagen wollte eben ist, hier die ganzen kleinen Tipps kann man gar nicht vorhersehen. Und, das habe ich gesehen, ist das nicht schön gestartet? Sommertag. Was stand da oben links jetzt? Ich muss mit Fatih sprechen. Er hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Schöner Sommertag. Was mich gewundert hat, ist, wir können uns nicht selbst angucken, weil wir uns noch nicht gemacht haben. Das hört sich seltsam an. Wir haben es noch nicht geschafft. Waren wir einkaufen? Wahrscheinlich, ne? Früher haben sie ja den Karren. Ja, entweder das sind die Pferde hier, oder sind das Pferde? Ich kann nicht ranzoomen, das ist ganz schlimm. Das wird nämlich ganz anders. Nachdem ich Fallout gespielt habe, muss ich mich jetzt wieder umgewöhnen. Ich habe aber beim Stream gemerkt, nach ein paar Stunden war ich wieder besser drin und habe dann wieder gedacht, also am Anfang war ich so frustriert und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist Skyrim gar nicht so gut, wie ich dachte. Vielleicht war das einfach nur so eine rosarote Brille. Und dann, nö. Ich war plötzlich nach ein paar Stunden wieder richtig toll und man war wieder drin. Mal gucken. Wenn man drin ist, ist das echt schön. So, das könnte man jetzt fünffach sehen, den Spruch. Guck mal hier, wir haben hier. Warum haben wir aber Heu mitgenommen? Weil viele haben das auch einfach getragen. Hier links und rechts festgehalten und dann los. Wir waren aber einkaufen oder wir waren auf dem Feld wahrscheinlich, ne? Weil, guck mal, das sieht nicht aus, als ob man was einkauft, sondern wie ein wie Feldwaren. Aber ist das nicht schön? Ist das nicht schon schön grün? Ach. Und die Sonne scheint. Natürlich scheint es aber scheint so abends. Aber die Musik ist so traurig und melancholisch. Und ich weiß nicht warum. Weil Sonntag ist? Weil wir auf dem Feld waren? Auch am Sonntag? Weil wir am Sonntag arbeiten mussten? Weil Fatih uns immer nur anschreit? Weil Fatih ein Arsch ist?
und uns immer nichts wirklich zu sagen hat, sondern nur, weil Fatima wieder irgendwelche satanistischen Rituale vollführt hat und wir einfach genervt sind mit den Augen rollen. Warum ist hier eine Burg? Wie cool. Ist das Fatih? Warum sind hier... What the fuck? Warum sind hier zwei Leute... Drei! Ein Kind! Das ist mein Brudi! Nee, ernsthaft jetzt. Ist das meine Familie? Wurde ich verschont? Ist das die Geschichte? Wow. Wow. Die Musik macht nämlich dann auch Sinn. Ich habe mich gewundert, immer, warum die Musik so traurig ist. Ihr habt aber schnell gebrannt. Gut, dass ich am Sonntag arbeiten war. Sonst wäre ich jetzt tot. Wenn das jetzt wirklich meine Familie ist, dann freue ich mich auf die Rache. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Also einige, die mich kennen. Die mich noch nicht kennen. Hallo? Ich nehme einfach immer an, dass man mich kennt. Das ist total bescheuert. Wenn ihr das später guckt, immer gerne Kommentare geben. Ich liebe Kommentare lesen über die Folgen. Und wie ihr das so seht und sowas. Und auch Kritik und Verbesserungsvorschläge, aber auch Lob und so. Alles toll. Finde ich super. Also nicht zurückhalten, auch wenn ihr es später guckt. Und dann guckt gerne auch was anderes. Aber ich mache nicht so viel, aber ich habe früher viel gemacht. So, aber die Qualität ist natürlich anders. Ich hoffe, die Qualität ist gut genug für euch. Gehen wir also weiter. Was ich sagen wollte ist, ich liebe so Rache, also auch so Filme, wo Arschlöcher so richtig schön auf die Schnauze bekommen. Weil ich bin total für Gerechtigkeit und man muss aufpassen. Nicht für Witch Hunts, also für so Hexenjagden bin ich überhaupt nicht. Aber wenn es eindeutig ist, das finde ich toll. Also wenn so wirklich, wenn ich jetzt rausfinde, wer das hier war und der steht vor mir und sagt, ja, ich habe deine Familie verbrannt, dann freue ich mich darauf, ihn umzubringen. So ein bisschen, deshalb bin ich gegen Batman. Und ich bin mehr für The Punisher. So, ich weiß nicht, oder das ist einfach nur so, der Sonntagsbraten, das ist so ein, ne? Warum sollten sie es da hinpacken? Jetzt sehe ich das ja schon. Das ist ja überhaupt kein Twist, also überhaupt keine Überraschung mehr, wenn ich jetzt nach Hause komme. Oh, ist euer Stall abgefackelt? Da hatte aber jemand was gegen uns, wie es scheint. Hallo, wer bist du denn? Na, du siehst ein bisschen seltsam aus, muss ich zugeben. Oh nein! Warte mal, war das ein einzelstehendes Haus? Und das, da ist, ich sehe schon, ein Buch ist noch. Ich wollte doch die Umgebung genießen. Komm, wir haben das alles gar nicht gesehen, dieses schrecklichen. Okay, komm. Also, ist das ein kleines Bett da hinten? War das für mich und meinen Brudi oder so? Und meine Familie, meine Eltern wollten alleine schlafen, damit sie auch mal Ruhe haben oder so? Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Fleisch ist Leben. Warte. Ich bin schon verwirrt, I love it. Das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Ah ja, noch ganz kurz, ich muss natürlich alles, was Skyrim ist, rausnehmen aus meinem Hirn, weil das ist ja ganz neue. Neue Lore, Fanmade, das heißt, vielleicht kommt ja auch mal ein böses Wort. Ich erinnere mich immer an die Übersetzung damals von japanischen Spielen und wo sie dann einfach ein paar extra Sachen reingetan haben, was nicht gut war. Ich meine bloß, es ist nicht offiziell. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten zusammen mit ihrer Familie. Wie jetzt? Mit ihrer Familie oder mit der Familie? Naja, kommt drauf an, ne? Phrasing meine ich. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Natürlich, das wissen wir. Das ist genauso wie, wenn die Sterne richtig stehen, dann weiß ich, dass mein Akzendent Arschloch stärker wird. Aber da wir in einer Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir, die Freunde des blutigen Fleisches, uns mit tierischen begnügen. Nee, ernsthaft, ich wollte eben Witz machen, dass unsere Familie irgendwie Kannibalen sind. Dann wären wir aber doch die nicht so guten. Kommt drauf an. Wenn wir Tote einfach essen, eine Sache. Aber, umblättern. Kann ich umblättern. Das ist ein geiles Buch. Nee, wirklich. Zwei Seiten. Nice. Nehme ich mal nicht mit. Muss ich mitnehmen? Nein. Ich will ein neues Blatt in meinem Leben aufschlagen. Versteht ihr denn? Wenn ich jetzt wirklich ein Sohn der Kannibalen bin, dann gehen wir davon weg, ne? Dann machen wir unsere eigene Geschichte und sagen, ab sofort werde ich vegan leben. Das ist doch was.
Ah, apropos. Ah, so frisches Wasser. Oh, bisschen baden. Stinkt hier bestimmt nämlich ziemlich nach verbranntem Fleisch und Fatis Kacke oder sowas. Ich mag Fati gerade nicht. Was sollte das Buch? Ich verstehe nicht ganz. Oder war das der Gärtner? Oh, ne Hündchen! Hallo! Warum läufst du weg? Ich esse doch nur Menschen. Du bist doch sicher. Die wollen doch nur die Eier von dir. Oh, wir dürfen endlich das erste Mal, dass ich ja was nehmen darf. Oh, schön. Das erste, was ich im Spiel aufgenommen habe, waren Pilze. Okay. Das wird mir lange im Gedächtnis bleiben, so mindestens 2 Minuten. Oh, hallo! Bist du der König des Waldes und mein Freund? Wohin gehst du? Soll ich hinterher kommen? Oh ne, du bist behindert, okay. Sollten wir dich lieber nicht essen, ne? Aber da ist eine Statue. Lieber Gott, bitte mach, dass ich viele Menschen essen darf. Bekritzelter Zettel lesen. O Herr, o Schöpfer. Mann, das wird ja immer besser. Wollen wir uns nicht gleich irgendwie ersaufen? Ich höre dich rufen. Ich fühle deine Liebe. Ich weiß um dein Opfer. Ohne dich bin ich nichts. Ein Zweig im Strom der Zeit. Ein Schaf ohne Hirte. Meine Fresse, man kann sich auch schlecht machen. Befreie mich meiner Laster und vergib mir meine Sünden. Dann mach einfach keine Sünden, wie mir das im Voraus. Vergib auch meinem Weib und meinem Kinde. Erlöse mich von meinen Schmerzen und beglücke uns mit deiner immerwährenden Gnade. Ja, vielleicht hat deine Familie nichts falsch gemacht. Darüber mal aber nachgedacht. Kann ich das irgendwie drehen oder so? Ich habe vergessen, dass man hier nichts mitmachen kann. Ja, nö, will ich auch nicht haben. Scheiß auf, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Wer sich selbst als Schaf ohne Hirte sieht. Heieieiei, Leute. Kommt mal, ein bisschen Selbstwertgefühl, ne? Ich muss ganz kurz gucken. Ich erinnere mich, bei Skyrim war die Pfoff ein bisschen scheiße. Aber hier geht's, oder? Field of View. Da weiß ich noch, dass ich die umschalten musste, weil man viel zu nah dran war. Und ich mag, wenn man so ein bisschen um die Umgebung angucken kann. Ah, apropos Umgebung angucken. Bin ich klein? Irgendwie sehe ich sehr klein aus. Und ich kann auch nicht irgendwie was machen, außer springen. Ah, was ist das? Was ist da hinten? Bin ich in der Luft? Warte mal, bin ich in der Luft? Oder einfach hoch auf dem Berge? Da bin ich der kleine Zipfeli. Okay, warte. Ja, Musik. Okay, ich mach weiter, Leute. Die erste Folge dauert halt länger, weil ich noch alles hier angucken will. Aber die Musik nervt mich so sehr, dass ich jetzt einfach weitergehe. Warte mal. Du hängst da ja gar nicht. Und ich mache hier ein riesen Ding draus. Rache und so. Mach hier schon Pläne. Bist du mein blöder Vater? Drücke E, um mit Vati zu sprechen. Bist du überhaupt mein richtiger Vater? Da müssen wir erstmal. Oh, wow. Ich will immer Rechte machen. Hallo, Fallout. Ich meine, hallo, Skyrim. Kannst du bitte Fallout mal mitmachen? Ich liebe bei Fallout, dass man ranzoomen kann so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Ich drücke sogar im Real Life manchmal die rechte Maustaste, weil ich dann näher ran möchte. Hallo. Aua. Ach, guck mal. Ne? Und das Huhn neben dem Vater, der da eine Axt in der Hand hat und einen blutigen Baumstumpf, da sagt sie so, ne, hier fühle ich mich sicher, aber wenn du mir zu nahe kommst, du Perversling, dann habe ich Angst. Das ist die coolste Henne überhaupt. Guck mal. Ich glaube, das ist, er hat sie aufgezogen und sie denkt jetzt, das ist der Papi und vertraut ihm hundertprozentig. Ja, okay, Vati, wen hast du denn diesmal wieder umgebracht? Weil das eine könnte die Mutter sein, das andere das Kind. Aber wer ist denn der dritte? Ein leeres Fass. Da war doch noch was anderes, oder? Nur ein leeres Fass. Warum sind hier so viele Fässer, aber die leer sind, runter? Räum doch mal auf, Vati, ey. Blöder Vati. Warum ist es so traurig? Hast du alle umgebracht? Muss ich dich jetzt umbringen? Okay, Vati, dann wollen wir mal. Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Bist du leise? Und mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Hast du es finden können? Es ist so leise. Sind die Stimmen wieder so leise? Wo sind wir hier, Vati?
Hä? Nein, habe ich nicht. Wo sind wir hier, Vati? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, er weiß, wo wir sind. Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Nein, habe ich nicht. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Gute Stimme. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Ich bin so verwirrt. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Mir eben auch. Alles klar? Alles klar, Vati. Danke, Vati. Tschüss, Vati. Ich bin verwirrt, Vati. Bin ich tot, Vati? Oh, wer ist das denn, Vati? Das ist ja ein großer, stämmiger, bärtiger Mann. Und da hinten ist noch einer. Und da ist ein Mond. Ich kann nicht mal ranzoomen. Vati, bin ich tot? Was brenne ich da gerade? Vati, ich bin verwirrt. Die Frau ist da voll klein und die Männer sind voll groß, ey. So soll's sein, Vati, ne? Warum soll ich denn überhaupt der Frau helfen beim Kochen? Was ist denn hier? Okay, gehen wir mal rein. Vati, das ist sehr gefährlich hier. Guck mal. Also, ich weiß nicht, warum du das hier nicht mal heil machst. Bist du kein Mann? Mutti! Mutti! Ich schließe mal die Tür, ne, damit es nicht zieht. Was haben wir denn hier alles? Ich könnte ein Messer nehmen. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut, um mich zu wehren. Dann Kekse in einem Glas. Was ist das da? Das ist ja voll eklig. Was ist denn das da dritte? Liegt da irgendwas in den Keksen? Ich will die Kekse doch nicht. Und offene Pulver. Das ist nicht gut. Durchsuchen Tomaten. Neues Menü. Au, das wird was. Ich hoffe, es ist besser. Eine Sache bei Skyrim, was sie nicht verbessert haben, obwohl sie jetzt schon so viele Updates gemacht haben und Ultimate Edition und sowas, war, das Menü ist echt Dreck. Gebe ich vollkommen zu. So, kann ich alles nehmen, wie immer. Mit R kann ich alles nehmen. Wir nehmen natürlich zwei. Das Menü werden wir schon noch rausfinden. Leute, keine Sorge. Ein paar Stunden wird das Spiel ja gehen. Dann haben wir hier einen Silberkelch. Warum nicht? Und Silberurne. Ist aber zu schwer. Ein schönes Besteck. Und ein Bild von einer Frau, die sagt, nein, nicht weiter. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, okay, ich träume. Die sind tot. Nee, wir sind Kannibalen. Woher nehmen wir das Ganze? Fatis herzhafte Fleischpatés. Das fängt ja super an. Zutaten. 2 Pfund gehacktes Fleisch. 1 Glas Mehl. 1 Handvoll zerstampfter Knoblauch. Eine Handvoll Knoblauch? Eine Handvoll gemahlenes Flüsterkraut, 1 halbes Glas Fleischbrösel und 1 Prise Zucker. Wenn wir sowieso schlafen, können wir alles mitnehmen. Das werden wir alles dann eh nicht mehr haben später. Oh, Wein ist schön viel wert. Nehmen wir mit, falls wir es doch behalten. Knoblauch, weil wir machen ja die Fleischpastete. Es wird dunkel. Ich weiß, dass selbst das Spiel sagt, mach mal schneller. Nee, doch nicht. Doch, aber da ist ein Herz. Ist das vom Elch? Guck mal, wie schön. Wir haben kein... Oh, ich kann kein Licht machen. Ich bin noch voll in Fallout-Mode. Durchsuchen den Lauch. Oh, Lauch. Ja, okay. Durchsuchen einen Schrank. Wir haben ein Endra-Lea-Groschen. Wir haben einen Goldbarren mit Gewicht von 1. Der ist leichter als die Urne. Da sollte man drüber nachdenken. Wir haben Granatstein. Ja, nehmen wir auch alles. Mama, ich klau mal alles, ne? Oh, guck mal. Und da frisst gerade ein Monster einen Menschen. Ich habe das Bild schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, von wem es ist und was es bedeutet. Leere Weinflasche. Nein, wir hatten hier schon gesoffen. Und was sind das für die ganzen Potions? Ist das Blut für zwischendurch? Sind wir Vampire? Die Kunst des knusprigen Fleisches. Wer kennt das nicht? Und du freust dich auf ein schönes, knuspriges Stück Fleisch nach einem Tag harter Arbeit. Aber bei Nutz... ich muss ja mit der Schrift klarkommen. Aber dein nutzloses Rind, dem du die Zubereitung aufgetragen hast, gibt dir anstelle dessen ein verkohltes Etwas. Ach so, Kind, nicht Rind. Ich wollte gerade sagen, wie nennst du deine Frau? Du züchtest es, aber das Problem bleibt. Du hast Hunger.
Also bleibt dir nichts anderes übrig, als es selber zu machen. Zur Feuerstelle gehen, ein großes, blutiges Stück aus dem Tier herausschneiden und ab damit in den Kessel. Und siehe da, langsam beginnt der angenehme Duft von verbrannten Leben dir in die Nase zu steigen. Gibt es etwas Schöneres? Ich glaube nicht. Wir haben es verstanden. Du magst Fleisch. Das müssen wir auch nicht mitnehmen. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches haben wir schon, oder? War es nicht draußen? Ja. Warum brannte das denn? Knusprig. Wieso hast du mehrmals die gleichen... Also warum hast du mehrmals diese Sachen? Du bist sehr stolz auf diese Bücher, ne? Die Nahrhaft des Fleisches. Müssen wir Fleisch essen? Wird das so ein Problem? Unser Charakter wird so sagen, oh mein Gott, Entzugserscheinung. Benötigt einen Schlüssel. Wieso schließt ihr denn in dieser... Oh. Benötigt einen Schlüssel. Benötigt einen Schlüssel. Oh, ich brauche für alles einen Schlüssel. Ich bin überhaupt nicht... Ich fühle mich überhaupt nicht wohl bei uns zu Hause. Schuhe. Ich kann mich nicht mal anziehen, glaube ich. Edle Schuhe. Die nehme ich doch viel lieber mit. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird nichts. Blutige Stofffetzen. Fati pfeift. Ah! Hilfe. Wo ist denn Mami? Fati? Wo ist Mutti? Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei ist. Vergessen den Sound. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Ja, ja. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Ich denke, Mami, warum hast du... Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Warte mal. Ist sie fremdgegangen oder so? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. Stimmt, jetzt wo du sagst. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Doch. Auch essen. Du kannst nicht, das ist Verschwendung von Leben. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Nee, das war das Wochenende von dir letztes Mal. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Oder? Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Oder? Einfach stumm gucken. Okay. Die Mitte. Oder? Die Mitte bestimmt. Weil das erste ist zu... Das ist zu faul. Das letzte ist zu... Haha, ich bin so clever. Die Mitte ist aber... Ich weiß nicht, was ich klicke. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Doch. Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig. Lecker. Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Sorry. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Okay. Das ist nicht echt. Weil, warum sollte er so nett mit seinem Sohn, es sei denn, die haben eine Beziehung oder sowas, dass er gesagt hat, oh, weißt du was, wir brauchen die beiden Bitches gar nicht. Wir haben ja uns. Ah, oh, jetzt schon wieder, ne? Wir bleiben bei der Mitte. Beim Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Dann statt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Wow. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen, hörst du? Die Toten vergessen nicht. Ich aber. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir.
Bring mir ein schönes, nee, knuspriges Stück Fleisch. Ich bin vegan. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch. Ziemlich gute Synchro dafür, dass es von Fans gemacht wurde. Das war echt ein schöner Sommertag. Also, ich war kurz schwimmen, hab mit Papi ein bisschen geredet, hab Hühnchen angeguckt. Beginnen wir mit einer Frage. Okay. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen. Okay. Aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Mal schauen. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Freiheit. Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. Ah. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Geil. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war Dinara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige Leuchten der Religion ist ein brennender. Zwei davon im Garten. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Toll, nachdem sie all die Arbeit gemacht haben. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Richtig schön gemacht. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. Toll, habt ihr super hinbekommen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. What? Das ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Ich? Bin ich das? Aber 7 Leute schaffen es in 100 Jahren, die unsterblich sind, die Welt zusammenzufügen und wieder unter Frieden zu bringen, wie auch immer. Und dann ist einer und der schafft, alle 7 umzubringen. Da ist doch bestimmt mehr dahinter. Da steckt doch mehr dahinter. Hey, Ruhe, verdammt nochmal. Willst du das ganze Schiff wecken oder was? Ich bin Veganer. Bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Warum seht ihr das? Es war wieder der Traum, richtig? Nö. Der war feucht. Es war richtig toll. Die Leute waren riesengroß unter Wasser und haben sich gegenseitig das Gesicht weggeschlagen. Und dann war da so ein komisches Gerät in einem Berg und habe ich gesagt, boah, das kommt bestimmt aus der Zukunft, weil irgendein Typ nicht einfach sich eingestehen möchte, dass seine Freundin stirbt und sich deshalb eine Maschine gebaut hat, die in der Vergangenheit reisen kann. Und dann reist er zu weit in die Vergangenheit. Und da möchte ich mit, weil denn früher konnte ich bestimmt vegan leben. Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Oh, toll, danke. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Danke, Sirius. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Ja. Ich meine, hast du meinen Traum gesehen? Hab ich bestimmt mal erzählt, oder? Wie kommst du darauf? Vielleicht, aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Warum sollte ich, diese Bastarde von Schöpfertempel haben das zu verantworten, nicht ich? Ja, das stimmt eigentlich, ne? Warum sollte ich? Aber der Traum zeigt ja, dass er verantwortlich macht. Oh, jetzt fängt hier wieder alles Geräusche zu. Also, ja, Sirius, eigentlich hast du ja recht, ne? Vielleicht, aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß. Vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Kennen wir uns? Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen,
dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Na toll, Partypooper. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Was? Das ist blinde Passagier? Wir haben ein Licht, wir reden laut miteinander. Wir müssen doch bestimmt irgendwas essen oder irgendwo hinmachen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da hier keiner mitkriegt, dass hier noch zwei Leute. Und einer schreit nachts. Was ist das schon wieder? Jede Nacht schreit irgendjemand unter meinem Bett. Das sind die Ratten, Ferdinand. Weißt du, so ein bisschen. Das ist ein bisschen seltsam. Aber okay. Wer sein Schiff so schlecht bewacht, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Nicht nur dir, aber vielleicht können wir das Geld ja zurückzahlen, sobald wir drüben eine Einstellung gefunden haben. Das Erste stimmt ja eigentlich, ne? Aber das stimmt ja auch nicht. Diese Selbstschuld ist kacke. Aber niemand sollte auf ein Schiff, wenn er nicht darauf darf. Machen wir das Zweite. Wir machen mal auf gut hier, damit Sirius, ne, uns mag. Und dann schauen wir mal. Wenn ich irgendwann ganz viel Geld habe, können wir das ja. Das wäre toll, wenn jetzt die Option später da ist. Wir haben genug Geld, gehen hin. Hier, ich bin blind mitgefahren. Hier ist das Geld. Und er, ich weiß das doch, mein Junge. Hier, du darfst das Geld behalten. Und mein Ehering. Ah, dankeschön. Und dann werden wir Captain. Irgendwie sowas. Wir reden hier von 500 Groschen. Oh. Selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Aber er findet mich sympathisch. Leider. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Endera leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Woher kennen wir uns? 100 Mal habe ich dir das erzählt. Haben wir sonst nichts zu besprechen? Sind nicht sehr diepe Leute, ne? 100 Mal habe ich dir schon erzählt und du kannst es einfach nicht merken. Ja, ne? Sirius ist so einer, der geht nicht nach Äußerlichkeiten. Er sagt, ach, als was identifizierst du dich? Hui, dann wollen wir mal. Also ich werde die Einstellung gleich ohne euch machen. Aber diese Entscheidung gucken wir uns mal an jetzt, ob sich irgendwas verändert hat, ne? Weil zum Beispiel halb Kilene. Als abgeschottetes Volk sagt man den Bewohnern des Gürtels von Kile einen eigenbrötlerischen Geist nach. Kilenen gelten als begnadete Geschäftsleute. Ein Gerücht, was nicht zuletzt auf den in Kile ansässigen Zuckerinselbund der größten Handelskompanie Wünns zurückzuführen ist. Ach, diesen ganzen Namen wieder. Versuche ich mir zu merken. Das war jetzt nicht böse gemeint. Das war einfach nur so, ah, das kann auch später wichtig werden. Halb Kilen startet mit einem Bonus auf Rhetorik, Tragkraft, Fingerfertigkeit und Fernkampf. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, was ich machen möchte, muss ich zugeben. Name ich, das stimmt. Oder halb Kyrana. Ach so, ja, weil der Vater ja, haben wir ja gesehen, die Mutter haben wir nur nicht, die haben wir brennen sehen. Kyrana entstammen dem namensgebenden Wüstenkontinent, der sowohl unfruchtbar und ungastlich gilt, gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Mystik und der Kunst. Während viele Fremdländer Kyra für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie, gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderal, oft als sittenlos. Halb Kyrana starten mit einem Bonus auf leichte Rüstung, Einhand, Ausdauer und Alchemie. Sieht cool aus und ich weiß aber nicht, ob... Doch, macht das Sinn, dass sie... Ich überlege ja, die Mutter ist geflohen. Das heißt, sie muss ja aus diesem Land geflohen sein. Leichte Rüstung, Einhand, Ausdauer und Alchemie. Hört sich ein bisschen langweilig an. Was haben wir denn noch? Wir haben noch, ein höher. Halb-Arazialer. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Das ist ja hier, wie heißt er nochmal? Ah, damit, Arnold Schwarzenegger. Dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Arazial-Ziel? Entstammend sind die Arazialer von der Spaltung ihres Volkes geprägt. Ja, sieht man an dem Gesicht. Wirklich, hast du dich nie gewaschen oder ist das irgendwie seit der Geburt tätowiert? Während die nomadischen Steppenbewohner ihre Bräuche pflegen, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiger Teil der zivilisierten Welt. Das kann ich gut verstehen. Halb-Arazialer starten mit einem Bonus auf schwere Rüstung, Zweihand, Lebensenergie und Handwerkskunst. Hört sich eigentlich interessant an, gerade bei Skyrim.
Hatten wir aber jetzt gerade bei Fallout. Deshalb wird das wahrscheinlich nicht sein. Und dann halb Eterna. Den sumpfigen Kontinent Myr, Aranath, entstammend, zwang die durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachte Zerstörung des Landes viele Eterna zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwarteten. Einer, der wurde ein Cowboy, der andere wurde ein Clown und der dritte hat 15 Kinder adoptiert. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihrer angeborenen Magiebegabung, manche verehrten sie dafür. Viele Eterna verdienten sich ihr Leben als fahrende Spielsmannsleute. Halb Eterna erhalten einen Startbonus auf Elementarismus, Entropie, Mana und Verzauberung. Also, als ich Skyrim gespielt habe, habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf Zauber. Das war irgendwie lustig. Also, einfach mal, weil ich sonst nie auf Zauber gehe. Aber das habe ich eigentlich vor, das nächste Mal zu machen. Wenn ich Skyrim nochmal starte, dass ich dann zur Festung gehe und dann da anfange, ein Magier zu werden. Wenn ich es jetzt hier mache, dann wird es wieder so ein bisschen, ne, samey. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht einfach mal Kelene werde. Und dann wird es halt Fernkampf und sowas, aber dann Tragkraft hört sich gut an, Rhetorik. Wir gehen einfach mal auf ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel gut ist, aber wir gehen einfach mal darauf, oder? Gut, machen wir. Fertig. Achso. Abbrechen. Achso, ich muss selbst oben drücken. Okay. Körper. Warum hältst du deine Hände so? Was habt ihr gerade gespielt? Wie alt sind wir denn? Und... Oh, hallo. Nee, ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Okay, das war's. Es hat nur zwei Geschlechter. Jetzt trigger ich wieder Leute. Okay, Entschuldigung. Voreinstellungen. Das ist die Voreinstellung. Wollen wir uns die Voreinstellung mal angucken? Einfach nur. Das ist natürlich... Sieht aber nicht aus wie ein Händler. Muskulöser Händler hier. Der sieht schon eher aus wie ein Händler. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen aussehen. Der ist ein bisschen creepy, als ob niemand... Das sieht kinky aus. Warum hast du... Als ob jemand ihm den Mund zugehalten hat immer. Ich guck mal, was ich mache. Der Rest ist ja einfach nur Einstellung. Das eben war nur wichtig zu wissen, was die Welt uns so gibt und für Möglichkeiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit unserem whatever Halbkilenen. Bin gespannt. So, da sind wir wieder. Ich musste gar nicht so viel ändern. Ich habe mal alles durchgeguckt und es gibt schön viel Auswahl. Die Haare, die langen Haare sahen ein bisschen nicht so gut aus. Außerdem wollte ich eigentlich ein bisschen, ich zeige mal am Kopf, mal ein bisschen am Gesicht, ein bisschen mehr Behaarung. Ich meine, wenn sie jetzt so lange schon unterwegs waren und sich nicht rasieren können und ein bisschen dreckig und so, aber wenn er so ein Händler, so ein Reeder ist, ne, der ein bisschen rollenspielmäßig, habe ich mir gedacht, er kümmert sich um sein Aussehen. Das heißt, er sieht ein bisschen gefährlich aus, aber trotzdem noch so... attraktiv genug, dass man mit ihm redet. Ich habe die Augen mal anders gemacht, sodass er ausländisch aussieht. Also einfach nur von woanders. Ich weiß nicht, ob das hier so ist. Sein Bart ein bisschen getrimmt, aber auch ein bisschen wild gemacht. Und weil ja irgendwas dann passiert ist mit den Masken, habe ich ihm ein paar Narben gegeben. Das wird natürlich, da sind Leute gleich so, oh, ein Typ mit Narben. Aber mal schauen. Es soll ja so, ne, er ist rhetorisch, er ist aber auch, jetzt lang unterwegs, ist auf Rache aus, was auch immer. Und dann einfach ein Tattoo aus Prinzip an der Seite. Sah aber ein bisschen auch aus wie eine Narbe, hab's rot gemacht. Einfach nur für die Geschichte. Ich weiß noch nicht mehr. Wir wissen nur, dass seine Familie wurde getötet und er ist jetzt einfach unterwegs und weggelaufen. Ist vielleicht ein bisschen zu attraktiv für einen Händler oder was auch immer er sein soll, Kelene. Aber das war halt, was uns vorgeschlagen wurde. Das war einer von diesen vorgefertigten Sachen. Und die Haare habe ich dann einfach so gelassen, weil das so ein leichtes Haar war. Vielleicht macht das ja Sinn. Ein bisschen hinten ist scheinbar Bukuhila. Nein, hinten ist ein bisschen Haar. Mal schauen. Vielleicht können wir es nachträglich noch ändern. Haben wir hier so einen Actionhelden. Passt ja. Ich musste ein bisschen, ich hab darüber nachgedacht, dass in diesen alten Filmen mit Arnold Schwarzenegger und sowas, er ja auch so ein Wissenschaftler ist oder ein ganz normaler Vater. Und ich mochte das immer.
Ich mochte als Kind immer dieses, oh warte mal, der sieht ja gar nicht danach aus, was man denkt. Also Oberflächlichkeit und so Stereotypisches ist zwar klar, weil es gibt ja einen Grund, warum es ne, so ist, ein Klischee, aber ich mag, wenn das durchbrochen wird. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Warum nicht mal so einer, der jetzt dahin kommt, die Leute denken so, oh ein Rowdy. Und dann redet der sie aber nieder und schleicht. Ich weiß nicht, finde ich irgendwie eine gute Idee. Also, jo. Wie nennen wir ihn denn jetzt? Da habe ich mich noch nicht drüber nachgedacht, weil ich, wie gesagt, in diesem Rollenspiel gedacht habe und das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir werden diesen Charakter eh nicht sehen. Aber wenn wir ihn sehen, sagen wir, oh, stimmt ja. Wir haben ja diesen breiten, heißen Kilenen, der keine Ahnung, Stealth macht. Gibt's ein Spiel? Ich mag ja eigentlich Stealth. Warte mal. Thief-Reihe gibt's. Sind die da muskulös? Keine Ahnung. Vielleicht macht das ja gar keinen Sinn, muskulös zu sein. Das ist so wie Schwimmer, weißt du? Eher müssen eher fit sein. Wie nennt man denn so Halbkelen? Und ist er jetzt, kommt er von einer Familie, die wirklich Fleisch gegessen hat? Was sollte das? Was in seiner Erinnerung waren diese Fleischesser. Aber wie gesagt, er ist Veganer geworden und deshalb hat er oft Probleme mit seinem Vater. Und er heißt, sollen wir jetzt einen ganz seltsamen Namen nehmen? So Rollenspielnamen oder sowas Einfaches wie Julius oder sowas. Er hat sich natürlich umbenannt. Weißt du, er wollte ein bisschen weg, damit die Mörder ihn auch nicht wiedererkennen. Das wird natürlich mir natürlich jetzt in der Geschichte, werden sie es irgendwie so einbauen. So, du, ich erkenne dich. Aber der Name wird ja meistens nicht genannt. Das heißt, er hat sich umbenannt, damit er undercover gehen kann. Deshalb braucht er jetzt einen Namen, der vielleicht nicht vom Ausland kommt, von wo er kommt, vom Kilen. Das war ja die Mutter nur, ne? Die Mutter ist ja nur mit dem geflüchtet und dann zum Vater. Ich meine, die ganze Geschichte macht keinen Sinn mehr schon. Wie immer. Okay, wir nennen ihn Jeremy. Nein. Wie wäre es mit Jules? Oder Kimba? Nein. Okay, wie nennt er sich, wenn er so tun möchte, als ob er ein veganer Händler ist? Ne, er tut ja nicht so, er ist ja vegan. Okay, vielleicht vegetarisch. Fangen wir erstmal damit an, ne? Weil er ist jetzt vegetarisch, weil er diese Albträume hat von Fleisch. Machen wir einfach mal so. Und er nennt sich Benjamin. Jeremy, nein. Ich weiß es nicht. Jay? Lawrence. Ich bin so schlecht im Namen. Wie wär's mit mal was Osteuropäischen? So sieht er ein bisschen aus. Vielleicht ist dieses Kilene, ja? Ich habe vergessen, was die Kilenen gemacht haben. Woher kamen die Kilenen nochmal? War das nicht eine Scheißwelt? Oh oh, ich hab's schon vergessen. Hoffentlich kann man das irgendwo nachlesen. Das waren jetzt irgendwie vier verschiedene Rassen, dass ich jetzt, oder Herkünfte, Entschuldigung, dass ich jetzt vergessen habe, was die Kilenen hatten. Okay, wir nennen ihn Mahame. Einfach nur, das ist so ein aus allem zusammen. Mahame. Kile, das war es, richtig. Sie ist damals dem Bürgerkrieg entflohen. Irgendwie zynisch, oder? Manche Schicksale scheinen Eltern an ihre Kinder weiterzugeben. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment. Hörst du das? Nein. Verflixt noch eins. Da ist... Okay. Ich wollte erstmal speichern und das andere. Dies ist euer Tagebuch. Hier könnt ihr eure Aufgaben, Statistiken und Systemeinstellungen vornehmen. Wow, ein Tutorial für... Wenn man Skyrim nicht gespielt hat. Unter Quest, das passt, könnt ihr Aufgaben markieren. Dann werdet ihr das Questziel auf der Karte angezeigt, sofern die Quest über bekannte bisherige Schritte verfolgen. Unter System könnt ihr Einstellungen... Ja, okay. Also, das wollen wir auch, nämlich Einstellung, Audio, Stimmen sind voll. Also machen wir Effekte ein bisschen runter, Musik ein bisschen runter, so, Fußstapfen. Ja, okay, ne, machen wir das mal so. Und dann speichern wir und schnell speichern, warum nicht? Ja. Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Oh, wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Okay. Ach, na bitte. Hinein in die gute Stube.
Oh, oh, müssen wir zu. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartieren. Ja, Entschuldigung. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Weiß der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, ich unten, alles klar? Alles klar. Ja. Oh, Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los. Was? Moment mal. Da ist wer. Einen Haken! Gib mir einen verdammten Haken! Ah, warte! Ich sehe nichts! Aber wo bin ich gerade? Entschuldigung, ich bin gleich tot. Ich sehe überhaupt nichts. Eure Lebensenergie ist niedrig. Esst etwas. Okay. Oh, wow. Wie brutal. Ich sehe gar nichts. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich gerade Erfahrung bekommen? Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Das hätten wir doch gar nicht machen müssen. Töten wir sie. Das ist sicherer. Nein. Okay. das war dein Tutorial. Im Dunkeln kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wen ich geschlagen habe. Und wie ich schlagen soll. Hoffentlich kommen wir da noch rein. Das war traurig. Vielleicht sollten wir uns einfach stellen. Fesseln und knebeln wir sie. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns heraus. Ja, ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Ja, eben. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Ja, danke. Und ich dachte, wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Tja, so kann man sich täuschen. Okay. Wir können jetzt einmal Sebald abziehen. Rüstung 0, Wert 2. Ja, den jetzt kannst du behalten, würde ich mal sagen, ne? Und was ist mit ihm? Rick? Den habe ich ja richtig zusammengeschlagen. Habt ihr das gemerkt? Richtig hardcore. Nee, ich ziehe euch mal nicht aus. Durchsuchen einen Sack. Da haben wir Nägel. Die sind ziemlich schwer. Es ist ganz schlimm. Warte ganz kurz. Ich habe zerschlissene Kleider. Geben mir auch keine Rüstung. Soll ich die einfach ausziehen? Okay, gucken wir gleich mal, was da oben ist. Es ist so kalt. Es ist so... Kann ich die Lampe wieder anmachen erstmal? Benötige den Schlüssel. Ich sehe gar nichts. Leute. Ich sehe wirklich... Ich gehe hier rum. Oh, Weizen. Ja, das nehmen wir auch alles gerne. Sofort... Okay, er ist da. Da, guck mal, ein bisschen Licht kommt hier durch. Oh, schaut mal. Oh, die schönen Sterne. Oh, das ist gemütlich und romantisch. Leeres Fach, ein Eimer. Seil. Ja, das nehmen wir aber noch nicht. Du suchst ja richtig gut. Ich dachte, ich heile mich ein bisschen. Da kann ich auch nicht nehmen. Erstmal gehen wir jetzt zurück und machen diese fucking Lampe wieder an. Ja, komm, mach an. Warum machst du nicht an? Interagier! Okay. Wir haben einen Eimer, da machen wir wahrscheinlich rein. Der sollte vielleicht nicht in der Nähe sein. Sack. Da. Wir haben Groschen. Ja, komm. Ein paar Groschen mitnehmen. Das hat nie jemand gesehen. Und was wollten die jetzt? Das sind alles leere Säcke. Warum sind die alle leer? Haben wir da gegessen? Es war da unser Essen drin. Nee, ernsthaft, das hat keiner mitgekriegt. Bisschen seltsam. Es ist so dunkel. Soll das so dunkel? Sollen wir mal die Helligkeit erhöhen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wollen, dass man das erste Mal kämpft. So, machen wir ein bisschen höher. So, ein bisschen. Und gucken wir mal. Man sieht ein bisschen mehr, ne? Ich habe das Gefühl... Es ist ein bisschen besser. Wir schauen mal, wie es noch so wird. Aber ich habe das Gefühl, guck mal, man sieht jetzt sogar mal hier den Kopf von ihm. Von dem armen Rick. Ist voll blutig. Hoffentlich lebt Rick noch. Aber okay. Weiter geht's.
ein Seil finden. Arme, verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was? Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch. So leise. Aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Nein, nicht töten. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte. Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Oh, du laberst. Es tut mir leid, Sirius. Nein, nicht töten. Ich schäme es mich vor ihnen. Nein, was? Oh nein, nein, was tut ihr da? Nein, Sirius, mein Lieblingsbester Freund. Ich habe gerade ein Seil gefunden. Ihr beiden habt euch die ganze Zeit über da unten versteckt und von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Hä? Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, Sirius ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Wieso ist er schon wach und ich nicht? Der Krieg, es... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Bezahlen's zurück. Das Einzige ist, dass seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt. Wett? Wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren? Tut mir leid. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Benutzt ihn als Bimbo. Steckschrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Was steht da unten? Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hättet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Das stimmt. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet, wie Fleischschmaden, und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Hat auch keiner gemerkt. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Wusste ich, daraus kommt sowas. Wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Scheiße. Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Rugar. Nein, das ist ja wie Skyrim. Tu es. Du dumme Kuh. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Wir können doch arbeiten. Aber... Was? Aber... Ich kann mich nicht bewegen. Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Aber Sirius, ich dachte, ich hätte dich eben verloren. Nein, bitte. Oh nein, mein Gesicht. Sirius. Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Ich dachte, es geht anders in mein Gesicht. Und dann schickt sie zu den Fischen, und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Warum bin ich nicht aufgespießt? In eurem neuen Leben. Welches Leben? Welt? Warte mal, warum werde ich nicht aufgespießt? Spielen wir jetzt Monkey Island oder? Monkey! Atme. Okay. Hatte ich sowieso vor. Was bedeutet schon Zeit? Das ist nicht groß, was verbindet. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition. Eine PlayStation 1 Cutscene. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Aber was ist denn schon? Wer ist es? Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie einfach nur wollen. Warum habt ihr dies? Ist es nur bei mir so? Könnt ihr bitte sagen? Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Nee, danke. Hab ich schon gemacht. Das war richtig scheiße. Meine Mutter hat nicht mal gekocht. Warum sind die Stimmen so... Hä? Warum sind die Stimmen so leise? Ich habe schon was gelernt? Das ist ja wie bei den Drachen. Oh, ist das schön. Sirius, bist du da? Ich kannte dich so gut.
Das ist jetzt unfair. Können Sie nicht mal machen, dass der überlebt? Und dann aber, bei irgendeinem Spiel haben sie es gemacht. Mit Z meditieren. Okay. Bei irgendeinem Spiel haben sie es gemacht, wo... Ah, welches war das nochmal? Das fand ich toll. Wo der mitkommt, der beste Freund, und in Gefahr kommt und dann sagt, ich bleibe hier in der Stadt. Das ist mir zu gefährlich. Das heißt, du hast ihn zwar verloren, aber er blieb trotzdem. Das bedeutet, Sirius einfach umzubringen, war jetzt irgendwie unfair. Mach doch, dass er mitkommt. Irgendwie. Überlebt. Und dann, oh, Metall auflösen, elementar. Also ist das meine Skill-Sachen? Weil ihn jetzt umzubringen war so fies. Was für eine dumme Kuh. Also umbringen hätte sie jetzt wirklich nicht. Dann mach, dass die ganze Crew ihn einmal durchnimmt oder sowas, uns beide. Also wir sind dann für die nächsten paar Tage einfach nur die Bimbos. Aber das, ihn umzubringen, hat niemanden gebracht. Erscheinungen richten größeren Schaden an. Warte mal. Ist Z jetzt mein Skilltree? Barbar. Die Erinnerung an des Vandalen verbessern Umgang mit Zweihandwaffen. Okay. Die Zwischenwelt lässt mich stärker werden. Oh, helfen die mir jetzt? Die sieben Tyrannen der Unendlichkeit? Das ist super geil. Das ist ein bisschen hier Dr. Strange, ne? Okay. Nö, ich bleib hier. Nö. Es ist gerade sehr schön, nachdem ich Sirius irgendwie zweimal verloren habe. Ich dachte, die Frau unten hätte ihn umgebracht. Und dann bringt aber die Frau oben ihn um. Der hatte nicht wirklich Glück mit Frauen. Naja, Pech für Sirius. Dann machen wir mal Z. Auf dem Rücken eines was? Z ist also Skilltree. Ah, hab mich schon gewundert. Es gab hier nämlich keinen. Ihr fühlt euch benommen. Wer hätte das gedacht? Es beginnt mit den Träumen. Mann, die sind ja richtig hier. Künstlerisch hier, ne? Ein Weg ins Landesinnere finden. Da muss man ja mal schon sagen, ne? Also die Macher hier haben sich an so französische Kunstfilme gerichtet. Ja, oder nicht nur französische. Oh, wie schön. So weit bin ich geschwemmt worden. Da hinten ist was. Das war so ein Wasser. Jetzt laufen wir das erste Mal richtig, ne? Also jetzt geht's richtig los. Sirius, bist du hier? Einzelteile mitnehmen. Gewicht 0. Was ist das? Rolle der Wohltat. Okay. Kann ich... Warte. Oh ja. Schön. Wir gucken uns mal die Rolle der Wohltat an. Ja, es gibt nämlich hier keinen... Da muss ich extra jetzt mal nach oben. Ich wollte uns doch... Warte, wir wollen uns doch mal angucken. Wow, das ist mein Händler. Wow. Jetzt sehen wir auch immer ein Licht. Das erste Mal. What the fuck? Ein bisschen übertrieben. Aber gut, dass es auch mal gibt, ne? Ich habe immer so gelesen, dass Frauen super sexy dargestellt werden in Spielen. Das stimmt. Schon seit immer. Und jetzt hier einfach kommt da so einer. Deshalb hat sie nicht umgebracht, weißt du? Hat sich so gedacht, ah, was für eine Verschwendung. Tu ihn einfach ins Wasser. Macht auch keinen Sinn. Der Captain war eine Lesbe. Also so gesehen. Ja, mit der Frisur muss ich nochmal gucken. Vielleicht ändere ich das nochmal als Händler. Aber meine Fresse. Ich weiß, was der auf dem Weg hierher gemacht hat. Aber untenrum so ein bisschen öde, ne? Guck mal, dahinter, vorne. Deshalb. Okay. Wir ziehen was an, keine Sorge. Oh nee, warte. Ich kann nichts sehen. Ich kann deinen Hintern nicht sehen. Warum hast du so einen doofen Lendenschutz? Aber das sieht cool aus. Das sieht doch cool aus. Wie so ein Survival-Spiel jetzt. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Holz hacken und machen unsere erste Base. Und danach, wenn wir fertig sind, müssen wir fischen. Oh, was ist das denn? Ein Groschenbeutel. Den nehmen wir mit. Das hilft für später. Und hier ist ein Messer. Das kenne ich noch aus meinem Traum. Und das hier ist eine leere Weinflasche. Die brauchen wir nicht. Das ist mein Tutorial. Kohle brauchen wir fürs erste Feuer. Das wird uns sehr helfen, wenn wir ein Feuer machen, so, weil nachts kommen die Monster. Und hier, da ist nichts. Das sieht irgendwie cool aus. Deshalb bin ich an Risen jetzt. Und jetzt schwimmt er. Hui! Der Schwimmer,
der Schwimmer. Oh, okay. Da können wir jetzt untergucken. Warte mal. Wow, die Strömung. Hui, hui, hui. Das ist irgendwie, fühlt sich das auch ein bisschen voyeuristisch an gerade. Boah, ich hab vergessen, wie schlecht die Steuerung unter Wasser ist. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Oh. Ah, nein. Liebes YouTube, das ist nicht so gemeint. Okay, okay, wir gehen wieder. Wupp, wir gehen wieder so. Das fühlt sich eher nach einem Hentai-Spiel gerade an. Ja, okay, komm, ziehen wir wieder was an. Aber es hilft ja eh nicht. Das hat keine Rüstung. Ohne Rüstung? Nee, 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 nee. Dann gucken wir mal.